Moto2-Pilot Romano Fenati hat beim Großen Preis von San Marino für einen handfesten Skandal gesorgt. Der 22 Jahre alte Italiener, Kalex Marinelli Snipers, fasste seinem Landsmann Stefano Manzi auf der langen Geraden vor Kurve 8 bei Tempo 230 an den Lenker und zog dessen Vorderradbremse. Der 19 Jahre alte Manzi vom Forward Racing Team konnte trotz eines leichten Rutschers gerade noch einen Sturz verhindern. Anlass für Fenatis Ausraster war offensichtlich Manzis Verhalten bei einem vorausgehenden Überholversuch. Manzi machte die Tür zu, letztendlich fielen beide zurück. Die Strafe für Fenati folgte auf der Stelle. Die Rennleitung nahm ihn mit der schwarzen Flagge aus dem Rennen. Einige Stunden später wurden die weiteren Konsequenzen verkündet. 2 Rennensperre, Fenati verpasst damit die kommenden Grand Prix Apostrophe in Aragon und Thailand. Im offiziellen Statement zur Sperre erklärte der Motorradweltverband FIM: Die Piloten müssen in einer verantwortungsvollen Art und Weise fahren, die für die anderen Wettbewerber und Teilnehmer keine Gefahr darstellt, weder auf der Strecke, noch in der Boxengasse. Fenatis Team soll die Sperre akzeptiert haben. Bildergalerie: Die größten Motorsportskandale. 25 Bilder. Auch Manzi wurde wegen seines Verhaltens im Zweikampf mit Fenati bestraft. Wegen unwehren Turtleitenfahrens wird er in Aragon 6 Plätzen nach hinten versetzt. Man muss ihm sagen, pack deine Sachen. Dem früheren MotoGP-Piloten Colin Edwards geht die Strafe nicht weit genug. Er hat ein Leben in Gefahr gebracht, erregte Edwards sich in seiner Rolle als TV-Experte bei BT Sport. Das ist unglaublich. Soll das ein Witz sein? Man muss ihm jetzt sagen, pack deine Sachen, bis nächstes Jahr. Das ist aber witzig. Kel Crutglo fordert eine lebenslange Sperre für Romano Fenati. Copyright-Symbol Getty Images. Dennoch aktive britische MotoGP-Veteran Kel Crutglo ging noch weiter. Ich denke, er sollte nie wieder ein Motorradrennen bestreiten, sagte der 32-Jährige. Das kann man nicht machen mit einem anderen Motorradracer. Wir riskieren so schon unser Leben. Es gab vorher Kontakt, aber den gibt es immer, das ist Rennsport. Aber wenn jemand an deine Bremse greift, hat er es verdient, rausgeworfen zu werden. Nicht der erste Skandal von Romano Fenati. Fenati fiel bereits in der Vergangenheit des Öfteren negativ auf. Im Jahr 2015 hatte Fenati für Aufsehen gesorgt, als er sich während des Warm-ups in Argentinien mit seinem Rivalen Nicolas Ayo stritt, nach ihm trat und schlug, und am Ende dessen Motorrad abschaltete. Im Jahr darauf flog er nach einer Auseinandersetzung mit dem Crewchef aus dem Rennteam und der Akademie von Valentino Rossi. Romano Fenati gewann im Jahr 2017 3 Moto3-Rennen. Copyright-Symbol Getty Images. Fenati sei zu aggressiv gewesen und habe trotz mehrfacher Verwarnungen weiter gegen interne Regeln verstoßen, begründete damals VIA46-Teamchef Pablo Nieto den Schritt. Ich hoffe, dass er über die Situation nachdenkt und versucht, sich zu bessern und sich als Fahrer weiterzuentwickeln, wie ein richtiger Profi. Seine sportliche Klasse bewies Fenati, aktuell auf Platz 19 in der Moto2-WM-Wertung, indem er im Jahr 2017 für das Team Marinelli Snipers 3 Siege in der Moto3 holte.